Ich freue mich auf alle, die sich Zeit genommen haben, sich Zeit nehmen und dabei sind für dieses schönes Projekt GTV. Und ich bin dankbar für jeder, der Aufmerksamkeit gibt. Und ich denke, dass wir alle dankbar sein können. Mach Tür zu. Für alle,
die, obwohl wir keine Mittel haben, kaum Möglichkeiten, einfach alles tun und alles geben, für das Unmögliche möglich zu machen. Und zwar eben das Erschaffen neuer Welten. Und dass die besetzten Themen, die einfach oft nicht angesprochen sind, die besetzten Tabus, einfach auch Möglichkeit haben, hier in JTV auch einfach angesprochen zu werden. Dass die Freiheit und die Demokratie, die einfach Grundlage aller Gesellschaften sind, in den Formen, die jeder für richtig hält, in der Sprache, die jeder für richtig hält, auch in JTV möglich sind. In Respekt natürlich für alle Lebewesen, für alle Meinungen, die nicht zwingend sind, sondern in der Vielfalt. Okay, Telefon ist freigegeben, ihr könnt anrufen, wenn ihr wollt, oder schon Fragen habt oder schon Themen. Wenn nicht, dann lege ich los. Gucken, ob alles läuft. Jo. Also wir sind mit mehreren Kamera hier und mehrere Mikrofone. JTV ist jetzt vielleicht die Videoqualität noch nicht so gut. Ich kann höher senden, aber dann können viele nicht empfangen. Dann fängt das Bild einfach bei vielen zu flimmern. Okay, ich möchte einfach nochmal heute einen Impuls geben für ein neues Thema. Ein Thema, wo man einfach auch sich nicht traut anzusprechen, sondern wo ein Thema, wo einfach nur die Finger darauf gezeigt werden. Und das Thema ist natürlich, was auch eben Gonzo angesprochen hatte, ist einfach Sucht. Das Thema Sucht ist für mich ein Tabuthema, weil es immer einseitig einfach auch behandelt wird. Das Thema Sucht wird einfach nur mit dem Finger auf das Thema gezeigt, aber viele wissen nicht oder haben sich einfach nicht beschäftigt in der Dualität, wie Frau Wender sagt, mit dem Thema Sucht. Und viele sind einfach einseitig. Und wenn man einseitig ist, dann hat das natürlich Konsequenzen, dass das Thema weiter besteht. Und egal was man tut, dass es nie Lösungen gibt. Und dass alles, was getan und gemacht wird, um das Thema zu forschen und das Thema in neue Dimensionen zu zeigen, ist immer dann ja, ohne Resultate oder ohne Bewegung. Es tut mir leid, wenn ich oft aufstehe, aber sind einfach wenige. Ich muss vieles selber tun. Und dann bin ich einfach im Dienst auf mehrere Ebenen. Ich suche die Fernbedienung. Okay, kann halt nicht. Okay, das Thema Sucht. Es ist einfach ein Impuls, natürlich, den ich heute setze,
Wir können gerne mit dem Thema, jeder kann eigene Beiträge geben. Wir hatten in der Firma Aqua Detox, als wir da waren, einen Profi auch eingeladen. Der hat 3, 4, 5 Bücher geschrieben, oder 2, 3, über das Thema Sucht, sehr ausführlich geforscht. Und das Video ist auch in unsere in unser Server. Und dann werden wir einfach auch zeigen, falls dieses Thema einfach Resonanz einfach bekommt. So, wenn jemand anfangen möchte und anrufen möchte und über das Thema Sucht eine eigene Meinung hat oder einen Impuls hat, kann gerne anrufen. Sonst fange ich einfach auch an, etwas zu erzählen, was meine Erfahrung ist, was meine Impulse sind. Ich fange an und möchte einfach diese Themen aus der Einseitigkeit, wie sie jetzt behandelt werden, befreien und alle möglichen Leute einladen, aus der eigenen Ecke die eigene Erfahrung aufzugeben, damit einfach mit diesem Thema in das Licht der Vielfalt wieder gerückt wird, so dass einfach auch verschiedene Seiten gesehen werden können. Für mich grundsätzlich das Thema Sucht, was mir heute Morgen eingefallen ist, hat mit Suchen zu tun und mit Finden zu tun. So wie in alle unsere Systeme, wenn wir auf das Thema Sucht gehen, schauen wir natürlich nur das Veraltende Sucht. Wir wollen die Sucht wegmachen. Wir wollen die Sucht unterdrücken. Wir wollen die Sucht heilen. Aber wir wissen gar nicht, was Sucht ist. Deswegen, ich hätte gerne eine Definition von Sucht, die natürlich eine von vielen Definitionen ist, die einfach aber auch die Kennzahl dieses Begriffs auch beinhaltet. Und ich habe bis jetzt keinen Begriff gehört, der die Kennzahl oder die Ganzheitlichkeit des Phänomens einfach beinhaltet. Für mich eben die Einseitigkeit, dass die Sucht als etwas Schlechtes gesehen wird, so wie Ravenna sagt, in der Dualität wird nur ein Anteil gesehen und da wird einfach den anderen Teil des Suchen, des Finden, der Sehnsucht einfach nicht gesehen. Das heißt, es wird einfach oft, wie in alle Bereiche, die Krankheit wird unterdrückt und weggeheilt oder weggeschnitten. Wenn es im Bereich Weisheit und Wissen ist, wird man mit Wissen und Weisheiten von anderen überfüllt, bis man nur kotzen kann, dass man einfach das Wissen herausholen nur ein Kotzen vom geliehenen Wissen ist. Da habe ich Erfahrung. So, und wenn es einfach dann um Sucht geht, ist auch das Gleiche. Man möchte die Sucht wegmachen, man möchte die Sucht heilen. Aber wie in all diesen Bereichen, wenn die Intelligenz fehlt, wenn die Intelligenz fehlt, dann ist, so wie Ravenna sagt, in der Dualität nur eine Seite der Medaille. Okay. Was für mich eine gute Definition einfach auch. Hallo. Hallo Maren, warte mal, ich muss das Mikrofon anmachen. Warte mal, 2 Sekunden.
Sabine? Magst du kurz hören, ob man das Telefon hört? Achso, okay. Ob man das Telefon vom Magen hört. So, warte mal. Ein Mikrofon auf. Okay, jetzt. Ja, gerne. Nee, ja, damit man das hört. Ich habe jetzt diese andere Systeme mit Mikrofonen, die ich doch immer ausprobieren möchte. Ne? Okay, ich bin gerne Versuchskaninchen, mach was. Naja, ich denke, das Ganze ist ein Versuch, weil, so wie ich einfach auch wahrnehme, in diesem Bereich, wo wir jetzt in GTV forschen, ist niemand, der sich richtig auskennt. Jeder kennt sich ein bisschen aus. Aber ich wette, dass niemand meine Frage beantworten kann, weil eben alles auch ein bisschen anders ist. Du weißt ja immer alles anders, du weißt ja immer viel mehr als die anderen, Jeet. Warum fragst du eigentlich? Du weißt ja einfach noch selber. Was? Okay, danke schön, Sabine. Nochmal zurück, Entschuldigung. Nee, dann solltest du nicht hören. Was? Nochmal? Dann solltest du es vielleicht nicht hören. Nee, Sabine hat mir gerade gesagt, bestätigt, dass das Telefon-Audio gut ist. Ne? Okay. Du weißt die Antwort doch meistens selber. Nochmal? Wenn du Fragen stellst, weißt du doch meistens die Antwort selber. Naja, Moment, ich weiß eine Antwort, aber ich weiß, dass viele auch andere Antworten haben. Und das ist Sinn von GTV, dass es wir für mich alle Außerirdische sind, wenn man das so sagen kann, und dass wir aufhören zu sagen, dass die Wahrheit eins ist, sondern dass die Vielfalt die Wahrheit ist. So wie wir das gestern einfach auch gesehen haben. Das heißt, die Art, wie du das sagst, ist für mich eine Bereicherung und ist eine andere Stimme und das ist einfach wunderschön. Bitte. Sucht. Ja. Was ist eigentlich Sucht? Wann ist jemand süchtig? Also ich arbeite mit einer Gegenfrage, weil wer entscheidet, wann jemand süchtig ist? Wer legt das fest? Wo ist die Norm? Wo ist die Grenze? Ist das wirklich Sucht? Aber was heißt das eigentlich denn, wenn jemand süchtig ist? Weil jemand meint, er muss 30 Zigaretten am Tag auf Kassel lassen, ist der süchtig? Oder jemand meint, er muss jeden Tag 5 Flaschen Wein trinken, ist der süchtig? Oder jemand meint, er muss den ganzen Tag 12 Stunden am Internet rumsitzen und chatten, ist das süchtig? Mhm. Wer sagt, dass das Sucht ist? Mhm. Und wer sagt, dass das schlecht ist? Mhm. Also ich habe eine Zeit hinter mir, da war ich auch den ganzen Tag am Internet. Und habe mit vielen Leuten mich unterhalten und ich habe sehr wertvolle Kontakte kennengelernt. Mhm. Und ich denke, es ist ein ganz großer Unterschied. Was macht jemand, wenn er dann tut, wovon viele sagen, dass das Sucht ist? Mhm. Und was macht das mit dem selber? Es gibt viele Menschen, 100 geworden, die haben jeden Tag Zigarren geraucht. Mhm. Süchtig. Mhm. Ist das wirklich schlecht? Wer legt das fest? Wer bestimmt das? Also ich weiß nicht, für mich gibt es da keine Regeln, keine Grenzen. Mhm. Also ich finde, es gibt die vielleicht schon, aber ich maße mir nicht an, die festzulegen. Mhm. Schön. Ich fiel mir gerade so ein, habe ich mir eigentlich vorher gar nicht überlegt, das kann man so. Ja, schön, ja. Ich kenne eine Frau, die ist sehr, ich nenne es mal offen, für das Wissen des Universums. Ja. Sie ist Heilpraktikerin, ist auch Psychotherapeutin, sie arbeitet mit Reiki, mit Kundalini-Energie, mit auch hochverquellteren Energien, als das Reiki, normales Usui-Reiki ist. Mhm. Sie ist halt ganz oft so, dass sie weiß, es kommen Menschen zu ihr und sie weiß auch ungefähr, warum diese Menschen kommen. Mhm. Und ganz oft hat sie dann, circa eine Woche vorher, Vision, also kann sie nach dem Schlafen, wacht auf und hat Vision und schreibt sie auf. Das sind Informationen, die sie bekommen von diesen Menschen, über diese Menschen. Ja. Und mit diesen Informationen heilt sie die Menschen. Und diese Informationen kommt sie, sie kann es nicht filtern, sie kann es nicht stoppen. Sie ist in Kontakt mit Menschen und sie bekommt Informationen. Mhm. Und sie sagt, ich kann es nicht mehr aushalten. Sie vermeidet schon den Kontakt zu, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, sie reduziert auf ein Minimum. Warum sagst du das jetzt? Ich habe die Verknüpfung verloren. Komme ich gleich zu. Okay. Komme ich gleich zu. Also ihr ist das alles zu viel, was sie Informationen kriegt. Ja. Und sie raucht sehr stark
Okay, das heißt, darf ich? Bitte. Das heißt, in diesem Fall, also mein Weg ist es so, ne? Natürlich ist das Rauchen wie ein Auto, ne? Ein Auto kann nützlich sein, aber kann auch schädlich sein. Also es geht nicht um das Auto, ne? Also ja. wenn viele mit dem Auto sterben, heißt nicht, dass das Auto schlecht ist. Wie mit dem Wasser, du kannst Wasser brauchst du zum Leben überleben, zum Überleben, so wirst du sonst. Oder du kannst aber auch ein kleines Kind im Wasserbecken ersäufen. Das heißt, genau, das... Leben spenden und Tod ziehen. Also das... Das auch. Genau, das mit dem, das Rauchen anzusprechen, ist für mich eine Beschränkung, eine beschränkte Seite. Das heißt, für mich ist es einfach so, so wie du das gesagt hast, du bekommst viele Informationen und das heißt, deine Suche ist den Weg, wie du Informationen, den Knopf im Tier finden kannst, um sie zu regulieren, einzustellen oder abzustellen. Ich habe das schon bei 1000 Leuten diesen Knopf eingebaut. Ich habe das Problem nicht mit dem zu viel Information. Ich bekomme ja zu wenig. Also ich hätte genau ein bisschen mehr. Es geht um eine Frau, die ich kenne, weil der das so ist. Aber ich rauche mittlerweile auch wieder viel zu viel. Ich nehme mich auch mal. Ja, aber warte mal. Darf ich noch mal darauf eingehen? Also die Frau, du hast gesagt, sie vernebelt sich, weil sie viel zu viele Informationen bekommt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so sind wir beide auf den... Also wir sehen es beide gleich. Okay, aber es geht jetzt nur um diese Person. Es kann sein, dass es bei anderen was anderes ist. Eben, das meine ich. Das heißt, wenn du, so wie du das gesagt hast, finde ich einfach auch genial. Das heißt, wenn du diese Person hilfst, ihre Suchen, wie man Informationen, den Informationsfluss, der sie bekommt, zu regulieren. Jetzt kriege ich eine Verbindung zu dem, was du sagen möchtest, okay? Ja. Dann hast du Suchtarbeit gemacht. Sie sucht und du gibst ihr einen Schlüssel. Das heißt, ich kenne das für viele, die fast ausflippen, weil sie ständig online sind. Ne? Sie bekommen ständig Informationen. Und ich weiß natürlich, ich habe das bei tausenden von Leuten eingerichtet, wie dieser Informationsfluss reguliert werden kann, kanalisiert werden kann, abgestellt werden kann und systemisch angewendet werden kann. Ne? Und dann hast du ihr geholfen, du hast nicht von der Sucht gesprochen, sondern von Finden gesprochen. Okay, besser, ja. Und diese individuellen Antworten sind absolut genial. Ne? In Italien, es gab einen großen Gewerkschaftsführer, der ist dann zu mir gekommen, in ein Seminar, weil er wusste, dass ich Kanäle und Intuition aufmache. Und ich habe ihn gefragt, okay, warum bist du hier? Er sagte, Jeet, alle wollen, dass deren Kanal aufgemacht wird. Kannst du mir meinen Kanal zumachen? Ich sehe ständig Gespenster, meine Schwiegermutter. Ich kann nicht schlafen. Es ist die Hölle für mich. Kannst du mir nicht die Kompetenz wegnehmen, weil ich habe nur Kompetenzen gegeben. Nein, natürlich nicht. Ihr müsst ja lernen, mit uns gehen. Nee, aber weißt du, aber in dem Moment, wo ich das alles für ihn gemacht habe, dann hat er wirklich seine Ruhe. Das macht Spaß, das begleichen. Da hat ein ehemaliger Arzt mich angerufen, der hat die Kompetenz, mit verstorbenen Seelen in Kontakt zu treten. Ja, aber der wollte das nicht mehr. Und nach einigen Monaten, dann hat er aufgehört, Seminare zu besuchen, weil er seine Ruhe hatte. Und das wollte er auch haben. Ne? Okay, jeder so wie er es braucht. Aber eben, das heißt, so wie du es jetzt gesagt hast, finde ich einfach das genial. Du hilfst, wenn du kannst, dir oder deine Freundin, die auch vielleicht auch deine Sucht widerspiegelt, einfach zu finden und sprichst du nicht von das, was fehlt. Du sprichst nicht von der Krankheit, sondern von der nicht gelebten Kompetenz. Und das ist absolut menschlich. Ne? Nicht gelebte Kompetenz, absolut. Ja. Das heißt, ich suche und ich finde. Und wenn du mir hilfst zu finden, dann brauchen wir von der Sucht nicht zu reden, weil dann suche ich nicht mehr. Ob ich Sucht kann man ja auch von Suchen ableiten. Genau. Also eine Sucht, der ob ich danach immer mal Sucht, ja? Weiterhin rauche oder trinke oder esse oder weiter, für mich urteilen ist die schlimmste Sucht. Ne? Weiter urteile, dann hat das eine ganz andere Dimension. Ne? Deswegen finde ich einfach den Beispiel einfach auch perfekt. Darf ich dich jetzt noch fragen?
Ja. Ich wollte, aber ich wollte dir von meiner Sucht erzählen. Okay, ich wollte wissen, was du dazu meinst, ne? Also meine Sucht, was mir jetzt eingefallen ist, ist mein Suchen und mein Finden seit Jahrzehnten mächtig immer so in Freiburg, auch davor mit der Kommune, mit dem Meditationszentrum, mit alles, was ich gemacht habe. Ich möchte immer anderen Menschen helfen, ihre auch Meisterschaft zu leben. Ne? Und damit verhindere ich natürlich, meine Größe zu leben, was ich auch jetzt in GTV mache. Ne? Das heißt, ich könnte natürlich aufgrund meiner Erfahrungen in die Stille gehen, in meine Größe gehen, aber meine Sucht ist einfach, ja, mich, ja, ich nenne es einfach auch Freundschaft, was auch richtig ist, ist die Suche nach dem Meister, die nach außen, und vernachlässige ich einfach zu sehr den Meister nach innen. Was hältst du davon? Wo jetzt deine Kompetenz liegt für andere. Genau. Das finde ich sehr wertvoll. Ich finde das gut, dass du das machst. Aber für mich ist die Suche nach meinem inneren Meister, den ich Ja, ich meine, vernachlässige. durch GTV, ja, dadurch, dass du auf der Suche bist, dass du, nein, du suchst nicht, du, ja, vielleicht findest du besser statt, dass du suchst. Und wenn ich mir GTV so angucke, gerade die letzten Wochen, welche wunderbaren Menschen du dich gefunden haben, die du gefunden hast. Und all diese Menschen bringen dich ein Stück näher zu deinem eigenen Meister. Das heißt, indem du die Kompetenzen der anderen suchst und förderst und ans Licht bringst, helfen sie dir, deine eigene Kompetenz zu finden. Okay, das habe ich auch immer gesagt, ne? Okay, Genau so gut. ist das. Du bist genau wie ich, sehr ungeduldig. Und du forschst schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, vielleicht ist es mal an der Zeit, dass du anerkennst, was du in deinem Leben alles so gemacht hast. Und du hast das nicht nur für andere gemacht, du hast das auch für dich gemacht. Es ist deine Aufgabe, das zu tun. Und du stellst dich der. Okay. Und du bist dabei, dir Raum zu verschaffen, um mehr Raum für dich zu haben. Also bist du massiv auf dem richtigen Weg. Also ich will das nicht als Sucht bezeichnen. Vielleicht Okay. war es mal so. Ich glaube, in der Zeit, dass man sich noch im relativ öffentlichen Fernsehen sehen konnte, war das richtig Sucht und Sabine war auch richtig süchtig. Ich glaube, das war aber eine Erfahrung, die sehr, sehr wichtig war für euch. Und jetzt fangen die an, das zu kanalisieren in euch, das, was diese vielen Menschen, die euch in die Ehe mit euch schenken, auch anzunehmen und zu genießen und umzusetzen. Okay. Das war einfach sehr wichtig, denke ich. Aber das ist Okay. so, was mir gerade so einfällt. Okay. Schön. Kannst du was damit anfangen? Ja, das ist, was ich immer sage, aber ich hatte ein bisschen ein kleines Verdacht, weil ich weiß einfach, dass wenn ich zu viel Aufmerksamkeit so nach außen gebe, wie ich jetzt mache, ich weiß, dass ich einfach ganz tief auch nach innen gehen kann und sehr tief nach innen in meine Stille, in meine absolute Stille gehen kann. Das habe ich gelernt, ich weiß, wie es ist. Und das ist einfach die Sehnsucht nach dieser tiefen Stille, nach diesem Nichts, nach diesem Nullpunkt, wie André sagt, dass die einfach mit der Sucht, des Suchen nach anderer tiefen Stille verlangsamt wird. Aber das, was du sagst, ist, was ich immer auch sage, aber ein Verdacht habe ich schon. Okay. Gerne, gerne. Ich habe den Verdacht, dass es geht auch um, ich glaube, es ist auch eine Sucht, weil wenn Menschen, wenn Wesen, ich nenne es mal Wesen, anderen Menschen Energie abzapfen, ist das auch eine Art von Sucht, um ihre eigene Energie aufzufüllen. Da ist jemand, der dringt, ohne zu fragen, in mich ein. Da kann das auch.
bewusst, dass der mich einfach benutzt und dass er mir einfach ganz viel Schaden zufügt. Das ist doch auch eine Art von Sucht, oder? Jetzt von deiner Seite, was du gesagt hast, das stimmt, dass wenn es um Sucht geht, um alles, was es geht, ist immer ein individuelles Phänomen. Ne? Das heißt, ich kann das gerne von deiner Seite schauen. Das ist für mich einfacher. Okay. Weil ich weiß es nicht, ob ich das von seiner Seite jetzt schauen kann, was leichter wäre, aber ob ich die Erlaubnis bekomme. Und meine Information ist, dass ich das einfach von deiner Seite schaue. Ja? Okay. Ich meine, ich würde das auch ein bisschen anders nennen, aber mit dem Wortschatz von Sucht, es gibt praktisch, du suchst etwas in dir, was du versteckst und nicht findest, und dieser Mensch macht dich aufmerksam auf das, was du in dir suchst und nicht findest, okay, indem er dich aussaugt. Das heißt, er macht dich auf ein Loch in dir aufmerksam, denn du, wo du Energie verlierst und wo dein Suchen einfach sich dann, ja, wo das Suchen in dir einfach nicht voll sich entfalten kann. Wo immer, wenn du suchst, dann immer Energie verlierst und vielleicht deswegen suchst du nicht. So, das heißt, von deiner Seite aus, du hast die Sucht, Energielöcher oder unbewusste Löcher in dir anzubieten, damit der andere reinkommen kann und dich aussaugen kann. Absolut richtig, ja. Ja, das ist erschreckenderweise sehr wichtig. Und jetzt darf ich das auch von seiner Seite sehen. Das heißt, ich wurde einfach das Sein aussaugen, mit Sein aussaugen, dieses sich ausgesaugt fühlen. Ich würde eine Reise oder eine Meditation machen, lass dich aussaugen und weiter, bis zum geht nicht mehr. Lass es zu als Meditation, da musst du sehr aufpassen, das sehr konzentriert machen. Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du erkennst, was er aussaugt. Okay. Und wo du dann einfach aufgibst oder dich hingibst, und wenn du das Aussaugen bis zum tiefsten Punkt einfach dann zulässt, das gilt nur für dich, was ich jetzt sage. Ne? Also für andere Zuschauer, alles was ich sage oder Empfehlungen, die ich gebe, die gelten immer nur für eine Person. Für jemand anderen ist vielleicht das Gegenteil notwendig. Alles ist individuell. Und wenn du das als Meditation machst, dann wirst du plötzlich lachen, einen Lachanfall bekommen und erkennen. Und dann wirst du dann einfach seine Sucht suchen, stillen, durch die Erkenntnis, die du daraus gewinnst. Das heißt, ich werde uns beiden damit. Ja. Das ist schön, das finde ich gut. Also immer ein Geben und Nehmen. Ja. Mein Thema. Das war mein Prüfungsthema in der mündlichen Prüfung. Geben und Nehmen. Wichtiges Thema. Ja, wir haben keine Zufälle. Ja, wir haben eine ganze Woche nur mit dem Thema Geben und Nehmen geforscht, aber am Wochenende. Ne? Das war sehr interessant. Ja. Ja, warum? Ja, müssen wir jetzt nicht aufdiskutieren, das ist richtig. Ist die Grundlage unserer Existenz, jeder Zahlungsbilanz, jeder Mensch hat in der äußeren Welt einfach das Thema Geben und Nehmen. Auch in der inneren Welt, ne? Ja? Was? Auch in der inneren Welt. Ja, ja, in der inneren Welt, aber alles, was in den äußeren Welten ist, ist auch in den inneren. Ne? Ja. Schön. Habe ich das gut heute, danke schön. Ja, danke dir.
Schön, vielen Dank. Ja. Ich kann mich aber schlecht verabschieden. Ich sage dann mal einfach Tschüss. Okay, wie lange, wann fährst du? In einer Woche bin ich schon in okay. Aber ein, zwei Tage davor sagst du Bescheid, ja? Ich kann dann mal Hallo schreiben. Und okay. Bis ich weiß. Okay, gut. Ja, das ist schon vorher noch. Okay, gut. Falls wir uns morgen aber wahrscheinlich nicht, wünsche ich euch einen schönen Silvestertag. Ja, danke schön. Und kommt gut ins neue Jahr. Mhm, danke schön. Was immer sich bei euch ergibt. Okay. Ich kann leider dann wirklich nicht bei euch sein, weil ich mit einer Freundin zusammen bin, was aber auch sehr schön und sehr wichtig ist. Ja, klar. Mhm. Okay. Bitte eine schöne Zeit. Okay, danke. Danke. Ja, ciao. Tschüss. So, vielen Dank für den Beitrag von Maren. Immer auf den Punkt. Für alle, die jetzt dazugekommen sind, das Thema ist Sucht. Ich kontrolliere kurz, ob alle Systeme laufen. Ein bisschen Schlaf. Ein bisschen Schlaf. Echt? Das ist zu laut? Nicht zu laut, ein bisschen so. Achso, nee, ich kann es. Ah ja, okay, ich sehe es. Klar. Ich kann es ein bisschen niedriger stellen. Ja, okay, ja, jetzt. Ja. Aha, okay. Dankeschön. Dankeschön. Ganz kurz. Aha, okay. Und die Zuschauer müssen wirklich laut reden, wenn sie anrufen, ne? Also. War das zu leise? Nee, es war okay. Zum Schluss wurde es jetzt leise. Okay. Ein magst du ein paar Minuten, dass ich eine Kontrolle machen kann? Okay. Thema Sucht, was deine Sucht ist. Jetzt bin ich in der Sendung, einfach so reingerutscht. Was habe ich mehr beabsichtigt? Ja, Thema Sucht finde ich sehr spannend. Da habe ich jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Da. Jetzt ruft jemand an, vielleicht bin ich gar nicht zu hören. Die andere Telefonnummer. Hallo, hallo. Hallo, Liz. Kannst du, wir sind auf Sendung. Magst du auf die Sendung? Das Thema ist Sucht jetzt. Ich ruf gleich mal an. Hä? Was? Okay, tagsüber sind wir immer da. Ne? Okay, bitte, ciao. Ah, du kannst uns aber in Sub Live sehen, ne? Die TV, auch mit dem Mac. Okay, bis dann. Okay, tschüss. Okay. So, Liz Howard. Howard, ja, ich habe sie heute angerufen, Liz Howard, wegen Konzert eventuell am 1.1. Ah, wow. Mhm. Genau. Was, sie kann auch morgen kommen. Ja, wir werden morgen tagsüber telefonieren. Also Thema Sucht. Also es war sehr schön, was du gesagt hast, wir haben das verfolgt. Ach so, ihr habt das von drüben verfolgt? Ja, wir haben dich verfolgt. Man hört dich nicht. Man hört mich nicht, ne? Ach so, man hört dich nicht. Moment, was? Ist es an? Zeig mal. Ja, es ist an. Warte. Dann mach du einfach ist weiter. Ja nicht an. Doch, was an. Ah ja, aber Batterie, warte mal, alles gut. Danke. Warte mal, ich muss mal. Das Spielchen mach du weiter. Du bist eine kleine Sendung. Ich mach das andere hier, das Technische. Du weißt nicht, was es ist. Ich dir was zeigen muss, was leicht. Ja, danke Lorena, komm gleich. Ich hoffe, dass die Batterien hier voll sind. Also wenn du nicht willst, brauchst du nicht. So. Gucken. Nur. Ah, ne, die sind auch hier. Irgendjemand hat die wieder da reingemacht. So, sorry. Entschuldigung.
Ja. Ja, nee, das sind die Batterien leer. Die sind ja so, sobald, wenn man ein Mikrofon anvergisst. Teure Batterien sind dann in kurzer Zeit. So, bitteschön. Kannst was singen? Ich singe hier sehr einfach. Ich bin nicht süchtig zu singen. Okay. Ich alleine bin. Ja, wenn du magst. Ja, ich gehe kurz rein. Aha. Ich bin aber lauter. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. Danke, Rene. Also es ist dann erstmal, dass mich das, dann lasche ich das, und zum Beispiel bin ich dann nicht zufrieden, dann nochmal, das wiederholt sich dann mehrfach. Das ist mir fast schon zu süß wieder alles, aber es bringt mich irgendwie, beruhigt mich erstmal. Aber es hilft nicht wirklich. Das hilft nicht wirklich. Ja, was würde es in dem Moment füllen? Meine Zerstreutheit, meine Klarheit. Ich bin in dem Moment dann nicht klar, oder weil ich nicht in dem Moment meine Unentschiedenheit, weil ich nicht klar entscheide, okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das und dann mache ich das. Also weil ich einfach in dieser
Unentschiedenheit bleibe, bin ich da irgendwie gefangen und suche mir dann einen Ausgleich in Form von. Das heißt, du suchst die Entschiedenheit? Ja. Okay, das heißt, wenn ich dich auf deine Unentschiedenheit aufmerksam mache, auf die Suche des Essen, dann ist es Misstrauen. Nochmal, wenn du mich aufmerksam machst auf meine Unentschiedenheit, das ist mir jetzt das erste Mal so richtig klar geworden. Ja, ja, mir wird es jetzt auch klar. Ne? Also Sucht ist es, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Minus richte, du hast die Sucht des Essen, du hast die Sucht des Rauchen, du hast die Sucht des Trinken, du hast die Sucht des Urteilen, du bist machtsüchtig, du bist, was weiß ich. Also er meint mich jetzt nicht persönlich, das sind jetzt nur Beispiele, möchte ich nur mal klarstellen. Das heißt, wenn jemand sagt, klagt, du rauchst und du bist süchtig, wer dir das sagt, der missbraucht dich. Meide Menschen, die dich auf deine Sucht aufmerksam machen, denn die sind genau, das sind die Missbraucher, die Vergewaltiger. Für mich ist es kriminelle Energie. Das heißt auch, wenn man das Minus anspricht, wenn ich sage, wenn ich das dir nur sage, ist eine Sache, aber die Energie, mit der ich das tue, wenn ich sage, du trinkst und du hast ein Problem, dann bin ich behindert. Ich sehe die Realität nicht, weil wenn ich die Sehnsucht des Menschen, des Trinken, der trinkt, nicht anspreche. Wenn ich sage, du hast die Sehnsucht nach Liebe, dann respektiere ich diesen Mensch. Dann ist ein Mensch, ein intelligenter Mensch, der Augen, Ohren und Herz hat. Wer aber sagt, du hast ein Problem, du bist krank, du trinkst, wer das sagt, du hast eine Sucht, das ist ein gefährlicher Mensch, der tötet und vergewaltigt und dich missbraucht. Wer dich auf deine Sucht aufmerksam macht, ohne dir zu sagen, was du suchst, dass du die Sehnsucht nach Liebe hast, zum Beispiel für den Trinker, dann umarmst du ihn und gibst das, was er sucht. Das ist für mich ein Mensch. In dem Moment wird er ja genährt und gefüllt mit dem und das andere. Er muss dann keinen Ausgleich schaffen dafür. Dann habe ich verstanden, worum es geht. Das heißt, meide Menschen, die dich auf deine Sucht aufmerksam machen und die ansprechen. Deswegen die ganze Verbote. Natürlich, wenn jemand dann die anderen stört, mit dem Rauchen, mit dem Trinken, mit dem Essen, wenn es dann einfach unkontrolliert wird, das ist was anderes. Dann muss man immer eingrenzen, muss man darauf aufmerksam machen. Aber grundsätzlich unterscheide Freunde vom Feind. Wenn jemand dich für das dein Minus aufmerksam macht, ohne dir eine Wertschätzung des Plus gemacht zu haben oder dass er den Mensch gesehen hat, dann meide dieses Mensch, es ist dein Feind. Natürlich mache ich das auch. Aber jetzt mit der Aufmerksamkeit von allen Zuschauern von JTV in diese Meisterenergien ist mir dieses Thema klar geworden, der mir heute Vormittag ins Sinne gekommen ist. Das war auch ein Impuls von Gonzo, der mir gegeben hat. Dann habe ich angefangen zu denken, oho, was ist das? Was ist für mich wichtig mit dem Thema?
Und was spricht mich da an? Worum geht es denn? Das heißt, für mich persönlich. Sehr anstrengend. Für mich persönlich, das war ein natürlich freue ich mich auf Hinweise und ich entscheide natürlich, was ich annehme und was nicht, wann ich es mache, ob ich es mache. Und für mich ist natürlich abhängig von der Person, die mir das sagt. Und mit der Art, mit der mir das, diese Person das einfach aussagt. Das heißt, ich kriminalisiere jetzt die Systeme, zum Beispiel wie auf der Zigarettenpackung, die Inschrift des Urteilen, des zum Beispiel Rauchen, Trinken oder Drogen auch, ohne die Intelligenz zu besitzen, die Kehrseite einfach aufzusehen. Die Drogen sind in unser Körper, ich habe keine Erfahrung damit, aber weiß ich einfach, dass in vielen Kulturen und in vielen Religionen das einfach auch benutzt worden ist, einmal im Leben und dann als Hilfe einfach zur Erkenntnisse. Und natürlich urteile ich nicht, aber alles, was mit Sucht zu tun hat, in uns auf alle Ebenen, habe ich bis jetzt kaum einen Mensch gefunden, der eine gescheite Forschung gemacht hat, und lade dazu ein, in diesem Sinne irgendwann auch Spezialisten zu rufen. Wie war der Typ, der bei uns war? Wie ist der Peter? Heim. Ja, vielleicht, wenn ich nachher das Video finde, würde ich gerne diesen Vortrag von diesem wunderbaren Mensch, der einfach diesen Thema behandelt hat, auch senden. Genau. Deswegen einfach, okay, das ist ein bisschen meine Erfahrung. Natürlich akzeptiere ich einfach auch andere Erfahrungen, aber wie gesagt, mein Filter, meine Wahrnehmung ist es, wenn jemand mich aufmerksam auf meine Sucht macht, ohne mir zu sagen, was ich suche, das nehme ich nicht ernst. Aber in erster Linie müssen wir das selber am besten, was wir suchen, nicht der andere. Nein, ja. Ja, wenn wir das mit der Sucht unterdrücken, ist klar, dass wir das genau wissen. Ist klar, wir wissen das. Aber wie alle Sachen, alles was wir verstecken, wenn ein Spiegel da ist und mich auf meine Schönheit, auf meine Sehnsucht darauf aufmerksam macht, dann hilft das, weil das spiegelt mich. Oh wow, ich weiß, dass es so ist, du hast mich gespiegelt und du hast mich daran erinnert. Wir wissen, dass wir Götter sind, wir wissen, dass wir erleuchtet sind, aber, ne? Und das heißt, jeder, der dir gegenüber als Erleuchteter dir spiegelt, deine Sehnsucht oder dein Suchen, auch wenn du es weißt, ist für mich ein Geschenk. Das ist genauso wie unsere Forschung hinter jeder Krankheit ein Schatz oder wie auch immer. Also wir können die Aufmerksamkeit auf die Krankheit, auf die Blockaden, was wir vorhin angesprochen haben, oder auf das andere, was dahinter ist. Und so ist es genauso bei den Süchten, denke ich. Und das, was du angesprochen hast, okay, das ist jetzt ein Feind, okay, ich sehe es jetzt nicht ganz so krass, ich weiß, wie du es meinst, aber man könnte auch, wenn mich jemand jetzt ansprechen würde, ich hätte eine Sucht, kann ich auch mit meiner Verantwortung oder meinem Wunsch, das sagen, Mensch, du kannst es so sagen, du kannst mich verurteilen, du kannst mir einfach auch helfen zu erkennen oder sag mir doch einfach, wo oder was nimmst du wahr, wo ist meine Suche, oder also statt den gleich jetzt als Feind abzustempeln, so meine ich manchmal. Ich weiß, was du meinst, aber manchmal klingt es einfach ein bisschen krass oder provokativ. Okay, dann gerne jetzt, wenn jemand anrufen möchte, vielleicht ist eine Idee,
wenn du anrufst, wenn du einfach auf deine Sucht aufmerksam machst, in Form, dass du auch sagst, was du suchst. Ja? Genau, mir ist noch klar geworden, also ich suche meine Entschiedenheit, meine Klarheit, um meine zurück zu meiner Leichtigkeit zu kommen. Dass wenn zu viel auf mich einströmt, also es macht mich aufmerksam, in meiner Leichtigkeit zu bleiben. Und was passiert? Die Schokolade bringt mich aber irgendwie wieder, also macht mich nicht leichter, die macht mich, ja, weiß nicht. Und was passiert, wenn du entschieden bist? Ja? Was gibt es dann, wenn du entschieden bist? Hä? Hä? Also warum bist du nicht entschieden? Klar, dann bin, das ist toll, ja? Dann bin ich einfach, ich bringe mich total in Konfuzius, wie sagt man? Konfuzius. Konfuzius. Ich bringe mich dann so selber so durcheinander, dass ich meine, es hilft nicht. Was passiert, wenn du entschieden bist? Oh oh. Was passiert? Oh, muss ich erstmal schlucken. Was passiert, wenn ich entschieden bin? Klarheit. Und, nehmen das die anderen an? Deine Klarheit? Oder bekommen die Angst und gehen dann alle weg? Weiß ich nicht. Muss ich mal ausprobieren. Nee, jetzt sag. Ja, klar wird es angenommen. Wird es angenommen? Ja. Und warum machst du es nicht? Oder statt manchmal Kommunikation zu suchen oder mit dir oder wie auch immer, oder sagen, oh, Schatz, halt mich kurz oder wie auch immer, es ist einfach Ersatz der Nicht-Kommunikation. Ne? Gut, was hast du mit der Klarheit? Was bekommst du, wenn du klar bist? Was ich bekomme? Ja, dann bleibe ich in meiner Leichtigkeit. Ja. Das heißt, deine Klarheit und Leichtigkeit ist nicht gefährlich. Es gefällt allen und dir tut es gut. Dein Körper auch, deine Seele und mir auch. Aha. Ja. No? Ja? Ja. Okay, danke schön. Willst du noch Konfuzius sein? Also ich gehe jetzt wieder ein Stück Schokolade essen. Gut. Okay, danke schön. Gerne. So, ich habe meine Wärmebedienung, zumindest eine Taste kann ich. Ich könnte den Computer hier ganz nah, aber. Die Sachen laufen auf so viele Computer. So. Provenna und Sabine schauen von drüben, ne? Okay, ein Anruf hätte ich gerne jetzt. Oder ein Profi, der sich auskennt, der einfach seine Erfahrung sagt. Thema ist Sucht. Sucht, suchen, finden. Behandlung von Sucht ist durch Helfen zu finden. Denn wenn man die Aufmerksamkeit auf das, was fehlt, richtet, man fehlt selber auch. Freunde sind die, die helfen zu finden und nicht die, die die Aufmerksamkeit auf das Minus richten. Hallo, hallo. Hallo? 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 Ja? Hallo? Hallo. Du bist schon online. Wer ist da? Die Nirmala. Hallo, hallo, Nirmala. Hallo. Hallo, hallo. Also alles, was du gesagt hast, ich habe auch ungelebte Kompetenz.
Aha, schön. Und das hat sich bei mir auch über Jahre hinweg in eine Sucht verwandelt. Das nennt man Psychosomanie. Ein bisschen lauter. Das nennt man, also meine Sucht ja. War die Trichotillmanie. Okay. Bitte, ich halte ein Mikrofon auf den Lautsprecher. Ich weiß, dass es für dich nicht einfach ist, aber alles, was du laut sagst, schafft Klarheit und dein Mut wird belohnt. Also, Trichotillmanie. Trichotillmanie. Mhm. Da steht man vor dem Spiegel. Ja. Okay. Okay. Aber jetzt verstehe ich, warum. Und was ist das, was du suchst dabei? Genau, was suche ich dabei? Ich suche das Licht. Ich suche mein inneres Licht. Aua, ja. Meine inneren Wege, mein inneres Weg. Weil die Haare kommen von innen, ne? Die wachsen von innen. Hatten wir das nicht schon mal, das mit deinen Haaren angesprochen? Doch, dann war ich aber echt ein Tag ziemlich schockiert, dass ich sowas am Telefon mitteile. Okay. Aber jetzt hast du von der anderen Seite, kommst du? Ja. Nämlich, was suche ich dabei? Ja, klar. Was, wo ist? Okay. Okay. Na, ich denke, jeder macht das irgend sowas auf seine Art. Ne? Ich denke, dass du das offen machst, zeigt, dass du dir das anschauen willst. Jeder macht. Wir haben alle irgend sowas am Laufen. Ne? Ob das offensichtlich ist oder versteckt, je offensichtlicher, desto bewusster, desto besser, desto einfach näher ist einfach auch die Lösung. Ne? Okay, darf ich ein bisschen schauen für dich? Ja, gerne, ja. Okay. Okay, die erste Information, die ich einfach, das, was ich gesehen habe, ist ein schöner roter Herz. Ne? So, deine Herzensenergie, die ausstrahlt und das, was du suchst, ist... Das ist Lokomotive, das habe ich dieses Jahr, ja. Genau. In 2009. Genau. Mein N. Genau. Dein großes Herz, ne? Ja. Ja. Das ist Lokomotive. Genau. Das heißt, ja. Ich möchte dich einfach auf dein schönes, großes Herz aufmerksam machen, der vielleicht... Wo du vielleicht schwierig ist für dich, mit deinem Herz zu handeln, auch wenn du das sowieso tust, aber dass du richtige Brücken findest, wie du einfach dein Herz leben kannst. Das ist für mich, das heißt, deine Sucht, das was du suchst, ist das Leben dein unglaublich immense, wunderbare, tiefe Herzensenergie. Deswegen habe ich gestern nochmal gesagt, dass er dir eine Umarmung geben soll. Ne? Ach ja, das war wunderschön. Ja. Auch so schön hast du gesprochen nachher. Mhm. Ja. Weil eben, eine Sache ist, was du sagst, aber die Art, wie du das sagst, spürt man einfach auch diese Energie. Ne? Das heißt, die Menschen, ich würde einfach die Menschen, warte mal, Sabine, magst du kommen, wenn du mich hörst? Die Menschen, die dich auf deine Herzenergie darauf aufmerksam machen und die das sehen und zwischen den Zeilen auch empfangen und empfinden, das sind einfach deine Freunde. Und ich wurde aber, für mich ist es jetzt ein kleiner Schritt, aber ich würde gerne in dieser Hinsicht die Wertschätzung deiner Suche
und dass du das tust, um zu finden und um zu suchen, weil die anderen verstecken all diese Sachen, deine immense Lust nach Suchen und Finden, ich wertschätze sie jetzt hiermit. Und an erster Schritt möchte ich einfach dein wunderbares Herz, der einfach Brücke nach außen im Ausdruck sucht und durch die Gedichte schaffst du schon und kommt einfach auch durch diese kleine Kapillaren. Ne? Und ich wünsche dir, dass diese Kapillaren, so diese kleinen Gefäße, dass die einfach größer und größer werden, dass sie so wie Haare nach außen kommen und deine Herzen in die herausspülen kann. Das wünsche ich dir. Die Sache, dass man rausfindet, dass es man wie eine Meditation nimmt, wenn du das Gefühl hast, jemand saugt dir was raus. Ja. Und warum an der Stelle, ne? Ja, warum immer dort, ja. In Indien sagt man, die Fliegen kommen an bestimmte Stellen des Körpers, wo das Qi nicht fließt oder wo einfach auch sind bestimmte Meridianpunkte oder da stechen einfach auch die Mücken, wo es einfach auch ein Vakuum einfach auch ist, ne? Und die machen aufmerksam auf diese Akupunkturpunkte, die einfach vielleicht auch Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Also das heißt, ich müsste eigentlich mehr mit meiner Thymusdrüse arbeiten und die verstärken, das Immunsystem stärken, dann kommt auch der Schlaf wieder. Aber eben, ja. Zu wenig stark zum Schlafen. Mhm. Ich schlafe einfach nicht richtig. Ja, was meine Empfehlung ist, was jetzt einfach gekommen ist, vielleicht nähe dir ein großer roter Herz, ne? Und vielleicht schlafe auf diesem roten Herz oder drin. Das heißt, je mehr du dich einfach mit dieser Herzenergie wieder Kontakt bekommst, oder wenn du schreibst, denkst, dass dein Fühler ein Herz ist. Wenn du sagst, stell dir vor, dass Herzen von dir herausfließen. Das ist einfach mal, was ich jetzt von deiner Seele an Informationen bekommen habe. Ne? Gut, ich werde dann nochmal anrufen für das Gedicht. Okay, gut. Okay. Dankeschön. Danke. Bitte. Ciao. Ja, Dankeschön. Für die, die sich nicht trauen, ich freue mich einfach auch, wenn auch unbekannte Menschen, die mich nicht kennen oder die ich nicht kenne, auch anrufen. Gerne, traut euch, es ist einfach, wir sind einfach unter uns. Es ist nicht so, dass es hier so viele Leute einfach dabei sind. Es werden immer mehr, also täglich steigt die Zuschauerzahl, bekommt einfach neue Spitzen. Dadurch, dass ich auch auf andere Server sende, sind immer Leute, die dann vorbeischauen und dann auf GTV einfach kommen. Wir haben, wie gesagt, keine Mittel, keine Gelder, keine Organisation. Die freien Geister sind leider noch im Materiellen, haben nichts. Ne? Aber den Wille und den Mut und Internet und danke an ZapLife, Total Media, Mogulus, alles, was einfach diese wunderbare Technik entwickelt hat, macht es möglich, jedermann möglich, einfach sich mitzuteilen. Mit ein bisschen Anstrengung und mit ein bisschen Klarheit. So, wenn noch jemand anrufen möchte, gerne. Was für mich natürlich einfach in dieses interaktives Lernen ist von einer Seite einfach wichtig, auch andere Seiten der Medaille zu hören, was du einfach, deine Erfahrungen einfach mit sucht. Und meine Einladung ist natürlich,
jetzt die Kehrseite, also die Kannzeit der Sichtweise, wenn es um Sucht geht. Weil die eine Seite, die haben wir einfach viel zu oft einfach betrachtet, wenn wir die ex-amerikanische Regierung einfach, was die einfach an Energien und Gelder investieren, um die Sucht zu bekämpfen. Wenn 10% dieses Geldes fürs Finden investieren würden, wir wären sowas von reich, immens reich. Okay, hat noch jemand einen Impuls? Möchte noch jemand über seine? Danke dem Maler, dass du dich getraut hast. Alles, was wir laut sagen, je lauter wir das sagen, desto mehr Klarheit bekommen wir. Deswegen sind eigentlich einige, viele haben Angst oder werden wütend, wenn jemand einfach klar seine Sachen einfach ausspricht. Nochmal, Thema heute ist, hier kommen immer welche dazu, Thema ist, ich gehe kurz am Computer, Sucht und Finden, Suchen und Finden. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, das Wort des Tages. Oh, schön. Vielen Dank für die Wahrheit, Hingabe. Das ist das, was auch Gonzo gesagt hat, und anderen, Satya. Durch Hingabe ist einfach Befriedigung. Okay, ich denke, dass der Anruf von dem Maler ist immer der Abschlussanruf. Hat noch jemand eine Frage? Gucken wir noch mal kurz. Wenn niemand mehr Fragen hat, ich würde mich freuen, wenn zwei, drei Menschen dieses Thema forschen würden. Was GTV garantiert, ist natürlich immer die Vielfalt, die Ganzheitlichkeit des Seelen und dass es viel um Erfahrungsberichte geht, um Beispiele und nicht um Theorien. Deswegen freue ich mich einfach auf das Interaktive. Okay, noch eine Einladung. Natürlich
viele, besonders die Neue, sind nicht gewohnt, einfach vor der Kamera zu sein, so wie Ladina. Die E-Mail-Adresse, Ladina hat auch ein eigenes Kanal in GTV. Die freuen sich natürlich auf Resonanz. Schreibt E-Mail oder Skype. Ich denke, dass wenn wir, wenn uns etwas erfreut hat oder wenn wir etwas zu sagen hatten, dass es nicht ganz richtig ist, das zurückzuhalten. Das heißt, besonders für die Neuen, für Rowena, für Ladina, für Cornelius, für Kedar, für alle, die einfach jetzt diese ersten Schritte machen und live senden, die den Mut haben, sich zu zeigen, dass die einfach auch eine Resonanz, ein Geschenk ist, auf sie einfach auch einen Anspruch haben. Nicht nur wegen dem Neuen, sondern eine Resonanz zu geben, bedeutet, den Obolus zu zahlen, denn sie haben sich gezeigt und du brauchst einfach nur eine E-Mail, oder einen Anruf oder ein Skype-Mitteilung zu schreiben oder in unser Forum. Wer in unser Forum möchte, der ist jetzt im Moment für Neuzugänge gesperrt, der schreibt mir eine E-Mail und ich trage den ein. Ist gesperrt einfach, weil ich habe es nicht geschafft, diese ganze Spam. Ich musste jede E-Mail kontrollieren natürlich, dass nicht alle diese Viagra und so weiter reinkommen. Weil im Moment gibt es einfach große Attacken. Ne? Und es sei denn, jemand anderen möchte das Forum übernehmen oder gestalten oder sich darum kümmern, dann gerne. Okay, dann im Namen von allen Zuschauern, die ihre Aufmerksamkeit, ihre Plusaufmerksamkeit oder Minusaufmerksamkeit gegeben haben, bedanke ich mich. Ich wollte noch das Negativ Gebet, was ich gestern bekommen habe, hat mich jemand darauf hingewiesen, dass jemand ein Negativgebet geschrieben hat. Es war sehr witzig, sehr frech, aber ich komme jetzt einfach nicht dazu. Aber trotzdem, danke an die Kritiker. Die sind genau aufgestanden, habe ich gehört, als ich sie angesprochen habe. Nochmal an die Kritiker, gerne, alles gehört dazu, aber mit Stil und auf die Linie achten. Dankeschön. Und für alle, die noch unsicher sind, die aber gerne senden wollen, können gerne Kontakt aufnehmen. Ich freue mich. Jetzt haben sich noch ein paar dazu entschieden, auch auf Sendung zu gehen. Habe ich einfach gespürt. Dankeschön und tschüss. Gibt es noch was zu sagen? Nein? Okay. Danke, buona notte. Ciao. So.